Hallo, liebe Landsleute, einen schönen guten Abend von mir. Wir hatten kürzlich eine Ratssitzung im Buchholz am 4. März. Die Ratssitzungen laufen ja immer so: Die AfD spricht Probleme an, statt sie unter den Teppich zu kehren. Und was soll ich euch sagen? Wir hatten ja das große Thema Haushalt und meine Kollegin Marina Graul, die hat natürlich zum Thema gesprochen, eine entsprechende Rede im Rat gehalten. Und sie hat die Probleme angesprochen und sie hat die Probleme richtig gut dargestellt und auch mal beim Namen genannt, wo eigentlich der Hammer hängt, dass nämlich überall nur Geld ausgegeben wird, was wir gar nicht haben. Aber wenn es denn von den Guten gemacht wird und wenn es denn für Projekte ausgegeben wird wie Klimaschutz und wie Migration und wie Migrationsförderung von Illegalen und Familiennachzug von Illegalen, ist das natürlich alles kein Problem und ist alles wunderbar. Und der Bürgermeister stellt sich anschließend hin und sagt, keine Stimme für Blau. Heute habt ihr endlich mal gesehen, warum man die AfD nicht wählen darf. Danke, Frau Graul, haben Sie gut gemacht. Ich sage, ja. Ich stelle fest, es ist genau andersrum, lieber Herr Bürgermeister. Die Bürger haben heute endlich mal gesehen, warum nur noch die AfD gewählt werden sollte, warum nur das unser Land voranbringt und warum wir nur mit blauen Stimmen überhaupt eine Zukunft haben werden. Jede Stimme für die AfD ist eine Stimme für die Zukunft unseres Landes, insbesondere für die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Hass und Hetze kommen von unseren Gegnern, nicht von uns. Warum? Warum wohl? Macht euch mal Gedanken. Weil sie ganz genau wissen, wenn die AfD in Deutschland in Verantwortung kommt, dann werden sich die Bürger auf einmal ganz verwundert die Augen reiben und sich ganz überrascht fragen, mein Gott, so kann man Politik ja auch machen und wie gut geht es uns auf einmal? Realität schlägt Ideologie. Wahrheit schlägt Lüge. Anstand triumphiert letztendlich über Verleumdung. Und, meine lieben Freunde, ich komme zum Schluss. Wir müssen mal dafür sorgen, dass dieses Kindergartengehabe der Altparteien aufhört. Dieses Schmuddelkindertheater, mit dir spiele ich nicht. Man fasst sich an den Kopf. So kann Politik nicht funktionieren. Deshalb Kindergartenparteien abwählen. Bitte, bitte machen wir endlich den Weg frei für vernünftige Politik. Vielen Dank.